Erstmal sind wir den Geist von Maximilian. Er starrt uns an und geht durch die Tür, die damals auch bei ihm schon verschlossen war. Und durch diesen Abdruck erahnen wir schon, die Tapete in diesem Abschnitt des Flures zeigt deutlich uneben, als sei die Wand dahinter befremdlich anders beschaffen. Das Problem ist nur, die kriegen wir so erstmal nicht auf, aber das hier. Denn wir haben beim letzten Mal den Spruch aufheben, war das, kennengelernt und dann machen wir das kaputt. Hatten wir, glaube ich, hier auch machen müssen. Sehr schön. Und dann schwebte da einfach das Papier in der Luft. Das magische Fenster ist verschwunden. Übrig geblieben ist das Pergament, das nun frei in der Luft schwebt. Es scheint sich um eine Kapitelseite zu handeln. Ja, die nehmen wir natürlich. Harry See. Kriegen noch einen kleinen, ich habe keine Ahnung, Überblick. Und der beschwört erstmal harten Viech. Und das hier ist je nachdem wieder optional, was du halt für einen Biest dir quasi ausgesucht hast, haben wir hier diesen hässlichen Klatschvogel. Oh. Wird jetzt auch noch krank oder was? I am not your food today. I am your master. Ach so. Your task is to guard the artifact before you. Das ist Chaturga und der hat das. Deswegen war Chaturga nicht mehr da, aber halt, ich habe das Blaue vergessen, wie es heißt. In Europe, keine Ahnung. During the time of the Inquisition, oh je, das war eine gute Zeit. Paranoia and corruption ran deep. With the fear of devilry running rampant. The ancients' corruption extended far beyond mortal knowledge, corrupting all that could be corrupted. My researches uncovered an interesting incident. A Franciscan monk named Paul Luther was traveling through the region of Amiens during the witch hunts of the Inquisition. Now, under martial law, the Inquisition prevented anyone from leaving the town and its nearby cathedral. For everyone was suspect. Wie war das? Kreuzzüge, Hexen, Verfolgung, Inquisition. Wir wissen, man feiert ihre Kirche. Welcome to Oublier Cathedral, Brother Luther. Komm, glad that our sacred order can bestow hospitality on our Franciscan brethren. I shall not impose, Excellency. I merely request lodging and a viewing of the sacred relic. The hand of Jude. Many have traveled far and even risked their lives for a glimpse of the hallowed relic's true splendor. Of course, it would be wise to keep quiet during your stay. The Inquisition is here for a reason, brother. We seek to purge the deviancy from this town. I am sure that will not be a problem. Amiens appears to be a peaceful hamlet. It appears to be. But deviancy is secreted in the most deceptive places, which I believe is the case with Amiens. Then I wish you luck in your search. The Inquisition does not need luck, Brother Luther. Faith and purity are our guides. Alter, wie der Quasimodo da rumhempelt, das geht ja mal gar nicht. Und wir merken schon, es ist hier nicht wirklich gastfreundlich, wir sind auch nicht so willkommen. Wenn wir auch gleich feststellen, wir machen die Tür auf und denken, ja, gucken wir uns hier um. Und dann finden wir mal eben so zwischen den ganzen komischen Stühlen hier auch einen kaputten. For the love of God. Müsste einer von uns sein. Also vom Franziskanerkloster da. A murder. A murder most foul! What heresy is this? I found him lying here, dead. I called the guards. Ah, is this our first suspect? Make sure no one touches the body. It must be examined for signs of devilry. As for this man,
Make sure he doesn't leave the cathedral. We will question him later. But... Hold your tongue, Franciscan, or it might bring my wrath upon thee. Who is to say that you did not commit this murder? If you trust in the Almighty, and you are indeed innocent, then you will have nothing to fear. Was ein Arsch, das ist ja einfach echt ein fettes, abgekartetes Spiel. Und wir kennen auch diese Kirche. Die haben wir nämlich damals mit Anthony quasi betreten. Wir stehen hier erstmal mit SB Will, brauchen wir später. Beim Clown erwischt. Are you here to pass sentence on me? No. I'm here to free you. You are in incredible danger. Das brauchst mir nicht zu sagen, Opa. This cathedral used to be a place of peace. Now many strange things happen here. I don't want you to end up like the others. What do you mean? The body you found was Brother Andrew, and he was killed to protect a secret. We can't talk about it here. Find me in the bell tower later, and I shall aid thee further. Why are you releasing me? I don't want to see another innocent die like your Franciscan brethren. I have seen Brother Andrew make numerous entries into his journal. This may contain the answers to the cathedral's dark secrets. What can I do? If I were you, I'd run. They will surely hunt me if I run. This has to stop. Then be it on your own head, Luther. Find Brother Andrew's journals if you can. He spent time in the old tower investigating. I believe I can find the key to the old tower in one of my stores. Later, come find me in the bell tower, and I will give it to you. Be swift. We can't evade them forever. Weiß ich, ich würde ja einfach wirklich abhauen. Ich würde sagen, leck mich am Arsch. Ich denke mir einfach mal, gerade wenn er hier schon sagt, da sind schon mehrere Morde passiert, dass absichtlich gesagt wird, ja, wir haben hier diese Reliquie, die Hand von Judas. Und hier hätte ich mir persönlich noch eine Reaktion gewünscht, weil gerade als gottesfürchtiger Mann an so einem Ort, da würde ich doch alles andere denken, als dass es von Gott gehört. Das ist eine Hexenkunst. Aber gut. Dass man da einfach bewusst Leute hier hinlockt und sie abmurkst. So, wir holen uns jetzt erstmal eine Waffe, weil der gute Paul hier hat es nicht so wirklich drauf. Wir können hier uns hier Bolzen direkt holen. Eine Armbrust hat der Kollege, meine ich. Nee, hat er nicht. Finden wir dann später noch. Okay, gut. Spoiler, er findet eine Armbrust. Der ist auch eine lahme Ente. Hier unten möchte ich mir schon mal einen Streitkolben holen. Weil sonst können wir eigentlich nur mit einer Fackel kämpfen. Und das ist furchtbar, das ist richtig ätzend. Da ist noch so ein Köcherle. Hier ist Le Tagebuch. Le Diary. Ja, der liegt genau. Tief Luft holen. Ja, komm, dann lesen wir erstmal das Buch zu. Buch zu, genau. Dieses in Hartl gebundene Buch aus dem späten 1300 beschäftigt sich mit Fälschung von Reliquien, was wirklich wichtig ist. Einige Orden benötigen unzweifelbar mehr Einkommen, als sie durch den Zehnt bekommen können. Sie verlegen sich deshalb auf die Fälschung von Reliquien. Gläubige auch außerhalb der Region besuchen ihre Diözese, um diese Reliquien zu sehen und machen dies zu einer einträglichen Einkommensquelle. Nun kann man zwar sagen, dass eine falsche Hoffnung auch eine Hoffnung sei, aber die Reliquien wie das Kieferknochen von Cuthberts, die Hand des Judas oder die berüchtigte Flöte aus dem Oberschenkelknochen von Conan, auch wenn sie Fälschung sind, trügen den Gerechten zu Unrecht. Ihre Existenz als wahre Reliquie ist die größte Häresie. Ja, und das ist im Prinzip genau das, was ich meine. So, irgendwo war ja ein Streitkolben. Ich glaube, ich müsste dafür jetzt erstmal kurz einmal hier die Rollladen runter machen. So, mit geiles Rollladengerät, weil dann sehe ich, ihr seid ein bisschen besser. Alte Suffkrankheit. So, hier müsste irgendwo ein
Streitkolben rumfliegen oder eine fucking Armbrust. Da war der Köcher. Da brauchte ich ja erst hingehen. Ah, da ist er ja. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mit den Kolben. Nämlich mit. Da unten in den Keller gehen wir ja später, wenn wir alles andere haben. Und ich würde das erstmal hier nehmen. Natürlich, weil sonst sind wir richtig hart gefickt. Wir haben noch so komische Meditationsstäbe, aber die sind. Das ist. Was willst du damit machen? Kannst du nicht gebrauchen. Das bringt dir nur Regeneration von Psycho. So, das muss jetzt die richtige. Okay, das ist der alte Turm. Entschuldigung, müssen wir auf die andere Seite. Und joggen, alter Mann. Komm schon. Hast du keine Wanderschuhe eingepackt? Das ist schlecht. Und dieser Orden wird definitiv nicht aus irgendwelcher Geldgeilheit, die so eine Reliquie gefälscht haben oder halt gesagt haben, wir haben diese Reliquie. Da steckt eine viel dunklere Kraft dahinter. Ich meine, wir hatten das jetzt schon ganz oft. Ah, genau, perfekt. Hier kriege ich nämlich alles mögliche. Was? Kriege ich die Armbrust und dann kriege ich hier gleich auch noch einen Schalüssel. Das Podium. Was war hier? Da war wieder ein Bild. Ja. Das ist nett. Ich finde die Bilder hier ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem liebe ich es, wenn da so ein Psychospielchen gemacht wird, von wegen den Mix aus. Du hast ein ganz normales Bild und dann wie aus heiterem Himmel, deine Psyche ist am Arsch und du kriegst da richtig einfach Schema getreten. Wir könnten theoretisch gleich als erstes den Zweihänder holen. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das scheiß Podium ist. Das ist schlecht. Bin hier erstmal durch. Boah, jetzt jeb's doch hier nicht so rum. Ich gebe mir noch Mühe. Da von rechts kamen wir. Wir können den Ort nicht verlassen, weil wir sind ja so entschlossen. Ich hätte es nicht getan. Und dann kommen wir auch gleich ins Abteil, wo Anthony mal war. Der arme Junge. Den hat es halt so richtig weggefressen. Über die Jahrhunderte. So. Jetzt haben wir hier auch unseren ersten Gegner. Eine Leiche und Pauls Reaktion 0. Nicht von wegen, oh mein Gott, welch Teufelswerk, ein wandelndes Ungetüm. Hinfort mit dir. Ich klatsch dich jetzt einfach so um, weil ich da nichts sehe. Perfekt. Kann ich jetzt den Finalschlag machen? Achso, nö, aber ich kann die Tür öffnen. Auch gut. Soll mir recht sein. Ich glaube, Paul ist somit der schwächste Charakter aus der ganzen Figurenkonstellation, die wir bisher hatten. Ich glaube, selbst Elia war. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, werde ich auch wohl niemals lernen. Um einiges pfiffiger. So weit geht. Achso, ich dachte, es ist automatisch. Nö, nichts mit Automatik. Brother Luther, not a moment too soon. Ja, sorry, ich muss erst die Keule holen. Dread things inhabit this place. Ja, da war der Leiche. Shambling corpses and worse. There is darkness at work here, in the midst of the Inquisition. I suspect it is worse than that, but I have no proof. Brother Andrew knew this also, and paid the price for it. Why are you telling me this? Perhaps you can finish off what Andrew started. Take this key. Warum kann der Ulrich nicht machen? I intend to uncover the truth behind this. If you manage to uncover the source of darkness, return here, and I will do everything I can to help. Till then, brother, may your faith protect you. Yes, dann kommen wir jetzt hier zum alten Trakt. Weil der Turm ist eigentlich mehr als ein Turm. Aber zumindest in meinem Empfindung. Ich habe keine Ahnung, wo das Podium ist. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass da unten ist. Das breitet, muss das Podium sein. Von dort aus sprichst du ja zu deinen kleinen Schäfchen und sagst, ihr habt gesündigt, ihr kleinen Motherfuckers. So geht das hier aber nicht. Jetzt müsst ihr Buße tun. Egal, wir latschen jetzt mal hier rum. Schön, wie die Türen knarzen. Ich will die ganze Zeit rennen, aber der Typ, Alter, ist null athletisch.
Okay, Paul. Tief Luft holen und rennen. Gib Gummi. Gut, vielleicht mag der Streitkolben auch ein bisschen schwer sein. Auch nur ein bisschen. So. Bevor hier rumgeheult wird, machen wir jetzt. Kommen in den alten Trakt. Das kennen wir ja schon. Also so das Interieur und auch generell die Umgebung. Wie jetzt so ein Flatterer Menschen, wie soll ich sagen, Beschlag nimmt, haben wir jetzt auch mal schön gesehen. Hatte Maximilian Klasse ja schon mal so angedeutet. Obwohl, die Autopsien haben uns gar nicht angehört. Sorry, jetzt müssen wir machen. So, for you. Habe ich sonst irgendwas Schönes? Ja, habe ich nämlich eine Zauber, und zwar den Spruchschild. Es ist so Isolation. Warum sage ich Schild? Das ist Schutz. Nee, doch, der heißt Schild. Ich dachte, ich komme durcheinander, sorry. Ist halt nur für physische Angriffe und das Schild ist halt eher mehr für magische Angriffe gedacht. So. Hörst du das? Kennst du die Stimme noch? Anthony. Der ist so weggeschmoddert. Boah, der muss so Schmerzen gehabt haben, ohne Witz. Ich meine, wenn du lebendig verfaulst, ja, das kriegst du ja irgendwo mit. Das ist echt übel. Ja, leck mich, kriegst du ja nochmal direkt einen auf den Deckel. Hallo, ich kann ja mal ein paar... Komm hier, schlag mal dein scheiß Schwert. Hoppla. Sind wir zur Seiche, genau, zur Leiche. Nein, zur Seite, verdammte Scheiße, würde ich eigentlich sagen. Zur Leiche, klar, die Leiche läuft hier rum. Oh, du kleiner Wichser, ich will dir den scheiß Schädel abschlagen. So, wir machen jetzt kurz einen Schmerzlock, Anthony. Ist für dich am besten. Komm, du kannst doch nicht mehr. Lass es einfach gut sein. Es macht doch keinen Sinn, mein Junge. Und zur Seite. Ach, komm schon. Mönchli. Paul, ich bitte dich. Warum bist du so eine Pussy? Alter, der Kopf ist schon gar nicht mehr so richtig gerade. Warte mal, sicherheitshalber mache ich jetzt erstmal... Das ist auch eine Kackwaffe, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Ach, komm. Schritt schneller, Paul. Der kann schon nicht mal richtig mehr laufen. Ist der schneller als ich? Ja. Perfekt. So. Hat ihn umgenockt. Tut mir leid, mein Junge. Wir haben einen Rubin gefunden und das zweischneidige Schwert. Jetzt nur die Frage. Ja, der geht von alleine. So, jetzt werden wir uns erstmal heilen. Erholung, aber erstmal rot. Scheiß auf Psycho. Es war auch wieder angefickt, dass jetzt im Hintergrund wieder Blut herunterläuft. Nice. Das können wir nochmal hier. Wir wollen wahrscheinlich auch die Meditationscenter, weil bei ihm Psycho richtig hat. Warum, warum läuft bei uns denn Blut runter? Wenn dann, das ist doch eigentlich richtig gut aufgeladen, egal. Wir haben jetzt das nice zweischneidige Schwert da, das hat all die Jahrhunderte überlebt. Dann können wir uns direkt hier aufmachen in den krassen... Wie singt er? Was soll die Scheiße? Tempelgedöns. Ah, ich wollte schon sagen, so ein kleines Wichsvieh ist ja auch wieder vertreten. Ich knüppel dich kaputt. Achso, habe ich schon. Nice. Mag das Schwert. So, das brauche ich. Einsames Stück mit Kürzelei. Das ist eine Tagebuchseite. Perfekt. Dann lesen wir die durch. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie mir die Hand des Judas nicht zeigen können, da ich meine Ankunft nicht rechtzeitig genug angekündigt habe. Aber ich muss gestehen, mich irritieren Ihre ungewöhnlichen Aktivitäten. Dieser seltsame Orden hält keine Messen ab. Es werden keine Tagesgebete gesprochen oder andere Erfahrungen oder Ehrungen abgehalten. Man fragt sich, ob dies überhaupt ein heiliger Ort ist, geschweige denn, ob er wirklich unter der Schirmherrschaft der großen Inquisition steht.
Vielleicht ist es auch meine Naivität im Glauben. Ich meine, es gibt viele Praktiken, die damit zusammenstehen können und die sich von Ort zu Ort auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Vielleicht sind diese hier die Amiens nur, naja, exzentrischer als andernorts. Nee, ich glaube mir, die haben hier richtig einen hart und tickern. So finde ich hier ja nichts. Hier war ja früher eigentlich ein Geheimgang. Den gibt es anscheinend nicht mehr, aber wir haben hier das Notenblatt, das ist wichtig. Sonst war hier nichts, ne? Weil da komme ich nirgendwo ran. Das ist jetzt zufälligerweise das Podest? Nee, ne? Okay. Dann werden wir jetzt einfach mal ein richtig fettes Stück auf der Orgel spielen, habe ich mir gedacht. Fettes Orgelsolo. Kommt immer gut. Sodele. Allele, dann wollen wir mal machen. Ach ja, dann weiß ich, ob wir gleich hinlatschen. Das wird nicht ganz so schön. So. Wir keuchen. Wir machen eine Pause. Hallo? Ja, wir spielen die Orgel. So, hau einen raus. Nice. Da hat der Paul mal richtig einen vom Leder gelassen. Nice. Ich latsche gegen, weil ich's kann. Ich krüppel hier herum, weil ich ein Asthmatiker bin. So. Wir haben jetzt eine größere Rune, damit können wir stärkere Zauber tatsächlich machen. Das Problem ist nur, ich hab null Ahnung. Wenn ich... Warte, Liste der Sprüche. Wenn ich jetzt zum Beispiel Erholung möchte ich prüfen. Narukat und Sanatak. Dann, ich probiere mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Neuer Spruch. Ich nehme die Ausrichtung. Narutak. Kammer Kreatur. Sanatak. Oh, ich kann noch welche mehrmals. Schade. Geht denn... Ich probiere jetzt einfach ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Emma, hier nochmal. Narukat. Narukat. Sanatak, Sanatak. Nein, ich glaube, ich brauche dafür echt ein scheiß Rezept. Liebs. Wollen wir erstmal nach unten dackeln. Boah, der Typ ist so scheißen lahmarschig. Ungelogen. Wir können aber schon mal eine geile Armbrust ausrüsten. Da kann ich ja schon wieder einen scheiß Pfeil reindonnern. Habe ich das nicht schon getan, oder? Doch, anscheinend habe ich schon. Ah, jetzt habe ich schon einen Pfeil reingemacht. Denn hier haben wir Trapper. So, müsste mindestens noch einer sein. So. Müsste ich jetzt hier meine Ruhe haben. So, warst du das Fass? Hallo? Oder warst du das? Ja, das ist hohl, möchte ich. So, jetzt wird es ein bisschen hurensöhnig, denn dahinter ist ein richtiger Motherfucker. Das sieht eigentlich gut aus. Das ist unsere Magieleiste gewachsen und das ist einfach nur die Magieleiste von Paul, die so krass gewachsen ist. Und da haben wir wieder so einen Stinker. Ach, wünschte ich, ich hätte jetzt irgendwie Flammenwerfer und so. Ja, komm, leck mich. Ja, gib mir noch einen mit. Wie, sieh doch einfach die scheiß Münder an. Was ist dein Problem? Kann man jetzt versuchen, aber wird wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich klappen. Oh, ich Glück gehabt. Na ja, du. Spaß. Daneben. So, geht doch. Gib mir, was du hast. Gib mir deinen Sinn, der meine. Jetzt müssen wir hier in diese komische... Oh, vielleicht sollte ich halt vorher noch, sicherheitshalber, untersuchen, wie nah schlacken.
Bleib bloß da liegen, Alter. Ich hab keinen Bock auf dich. Reintunken. Nein, das nicht. Das nehmen wir da. Benutzen. B-Punkt nutzen. Nicht einfügen oder einfügen, ja, aber nicht prüfen. Hier, was mein grünes Ding. So, Katscheng. Jetzt öffnet sich dieser Sarg und eine Geheimtür wird deutlich. Und diesen Weg kennen wir theoretisch schon. Den sind wir mit Anthony gegangen. Oh, guck mal, das war so ein Baby-Ding. Klatsch. Richtig durchschneiden. So, du verpiss dich mal. Hier ist es ein enger Raum. Das ist scheiße zum Kämpfen. Das finde ich kacke, weil es ist. Ist das ein Zweihänder? Der ist ein bisschen unkompakt, ne? Weil der ist lang und doch relativ. Groß. Oh ja, die Spastis sind auch wieder da und es gibt eine neue Rune. Ich weiß nicht, ob die. Oh. Sag mal, kleine, große, mittlere, was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Keiner ist da. Sondereinsatzkommando. Junge, du hast hier zwei Spackos. Ach, genau. Wähl doch mal den falschen aus. Klar. Ah. So, perfekt. So, Brustkorb weg. Brust. Warte mal, mach ich mal hier. Der steht schon mal nicht mehr auf. So. Schnauze. Verpiss dich. Perfekt, jetzt kann ich hier alle abstechen. Boah, was sind diese Kackbüße? Die guckt auch noch so zu und denkt sich, aha, mhm. Ah, ja, interessiert mich nicht. Die sieht ein bisschen aus wie Putin, kann das sein? Kollege, siehst du aus wie Putin? Also nicht du, aber die Statue. Ja, halt doch deine Fresse, Mann. Putin-Statue. Was geht? So, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Was hier oben hat? Oh nein, ich hab wieder. Ja? Ich sehe dich nicht. Oh, tut das weh? Oh. Jetzt kannst du nicht mehr schreien, wa? Und ich treffe diesen scheiß Arm nicht. So viel Zeit muss sein. Klatsch, klatsch. Mal richtig einen auf den Hintern. Meistens so gerne, ne? Oh fuck. Grün wird definitiv. Bestehen ist das Blau. Grün, nicht rot. So, dann möchte ich sicherheitshalber. Bei den Viecher, ich bin da so ein bisschen schissig. Ja, mach du mal. Ah, tut das weh? So, ich mach mal hier in Ruhe. Ich lad meine Pfeile. Schieß sie dir mal ins Gesicht. Wir können das so endlos machen. Ist kein Problem. Aua, Hurensohn. Oh shit, mein Schutz ist weg. Oh nein! Nein, nein, nein! Schnell, schnell hier raus. Oh, 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 oh. Das ist ja blöd gelaufen. Moment. Da wollen wir erstmal uns erholen. Hat ja nicht so gut geklappt. Kackdreckspfeile. Ich glaube, der gute Paul, der ist leider nicht im Zeitalter geboren, wo es Flinten gab. So. Komm, Leiste. Das wird reichen. Fick dich. Ich latsche die Treppe hoch. Ich latsche sie wieder runter. Geht doch. So, jetzt sind wir aber voll. Oh. Peace und Frieden. Oh wow, du hättest mal eh einen Schlag gebraucht. Blödes Kackwurstvieh. Komm, geh auf die Knie, Junge. Ich werde dir jetzt hier den Henker spielen. Fick dich. Scheißteil. Was ist hiermit? Auf einem Opferungsaltar liegt das Abbild eines Mönches. Ein tiefer Spalt teilt seinen Brustkorb. Das Antlitz des Bildnisses ist das exakte Bild des Kustos. Eine Inschrift besagt, erst wenn dein Freund sich zum Opfer gibt und seine Schreitluft erfüllen, erst dann wird die große Tür... Oh Gott. Muss ich zufälligerweise... Ne, das kann ich gar nicht benutzen. Ich hätte es jetzt da reingesteckt.
Da ist noch eine Tür. Hi, Kollege. Wahrscheinlich muss ich das jetzt holen. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen verräterisch, dass das Ding aussieht wie der Kustos. Für die Küste oder keine Ahnung. Ist hier noch so ein Gammelgerippe, das um die Ecke kommen möchte? Weil klingt schon so, als ob der fishy ist. Vielleicht. Oh, scheiße. Will der uns nicht wirklich helfen? Vielleicht ist es auch wieder Pius Augustus und der tut nur so. Habe ich jetzt eigentlich die Falle mitgenommen? In der Hoffnung von wegen. Ja, der will die dazu dann aufklären. Ah, fick dich doch. Scheiß Gammelgerippe hier. Ja, macht euch mal gegenseitig kaputt, habe ich überhaupt kein Problem mit hier. Fick dich. Hallo? Beweg dich mal, blöde Scheiße. Brauchst du nichts wachsen lassen? Du auch nicht. So, jetzt mach ich erstmal deinen Kollegen hier kalt. Ach, schön, du hast wieder einen Kopf, Junge. Das hilft dir aber auch nicht. Oh, tut das weh? Oh, ich finde das geil, wenn ihr schreit. Hab ich die verdient? So, ohne Arme Scheiße, ne? Was habe ich hier? Obskure Dokumente und Schriften über die dämonische Künste. Paul wagt nicht, sie auch nur anzufassen. Ach Gott, du bist so eine Pussy. Untersuchen dieser Scheinwand angebaut zu sein, ist nicht so bündig wie die anderen. Das muss könnte. Ja. Ach, haben sie die Bodenplatte weggenommen? War wahrscheinlich zu umständlich. Oh shit, mit dem Kackwasser. Stimmt, das Becken war auch gar nicht mehr da, ne? Klopp, klopp, klopp. Kloppo, klopp. Jürgen Klopp. So. Wäre auch weg. Ja, hier war ja auch der eine Spasti, den wir da hingerichtet haben mit Anthony. Kriege ich jetzt hier irgendwas, was ich an den Kustos stecken kann, um die große Tür zu öffnen? Tagbuchseite. Oh, und ein neuer Kodex. Durch diesen Funden der Paragon-Rune wird... Ah, in seiner Inti... Paragon. Ja, krass, neuer Spruch. Chitürke. Wahrscheinlich dein Paragon. Paragon. Scheiße, wie sind die andere? Also das eine war Sanatok. Sanatok. Paragon. WK? Narukat? Ja! Nice. Muss ich das mit anderen Sprüchen jetzt auch machen? Kann ich ja eigentlich auch wieder mein Buch draufpacken? Warte mal, ich lese es mal dir. Schaudernd gefriert mir das Blut in den Adern. Die grausame Wahrheit ist, dass der ganze Orden aus Heretikern besteht und ich mich in unglaublicher Gefahr befinde. Wer kann sagen, wie lange sie ihr dunkles Geheimnis schon bewahren? Maskiert als Hüter der Hand des Judas, obwohl sie in Wirklichkeit ein verfluchtes Relikt bewachen, die Essenz des unheiligen Chiturga, und dieses einsetzen, um Gläubige anzulocken, die den Opfer ihrer bösartigen Riten werden. Ich fühle mich krank und trotz meines Glaubens fühle ich deutlich, wie mich starke Angst und Hoffnungslosigkeit überkommen. Ich muss von diesem Ort flüchten, bevor sie bemerken, was ich weiß. Ich muss die Welt warnen und der echte Inquisition vor dieser Präsenz erzählen. Der Tod lauert unter jeder Ecke und lässt mich keinen Moment aus den Augen. Daher schreibe ich dies nieder. Aber Philippe Augustine wird dieses Buch finden. Ich werde daher ein... Paul Augustine. Pius Augustus, ne? In der Hoffnung, dass der nach mir kommt, sie findet die Wahrheit aufdeckt, bevor es zu spät ist. Kann ich jetzt trotzdem hier mein Buch... Nein. Nein, kann ich ja auch nicht. Ich will, dass die große Kacktür sich öffnet, aber allerdings habe ich hier kein Schwert. Also entweder muss ich jetzt nochmal zum Glöckner von Notre Dame da zurücklatschen, oder aber... Ich habe etwas getriggert, dass es geht. Ich habe irgendwas untersucht... nicht untersucht, sondern vergessen. Das wäre bestimmt so eine fette Abkürzung für irgendwas. Das ist halt nur so ein Sinnbild für das, was ich noch tun muss. Weil ich würde ja eigentlich das scheiß Schwert da reinstecken. Ja, nehmen ist richtig, aber ich würde es eigentlich benutzen.
Das hier ist anscheinend das scheiß Podium. Oh. Kann ich einfach so die Schublade öffnen? Alter, bin ich blöd. Yes, Mann. Was? Doch, doch, die gib mir die. Das ist dann die erste. Nice. Da gebraucht Seite 1. Endlich bin ich in Amiens, dem Ziel meiner Pilgerreise, angekommen. Bald werde ich die Hand von Judas sehen können. Meine Augen können den Anblick des Heiligen Relikts nicht mehr erwarten. Meine Reise war beschwerlich und es wird mir gut tun, eine Weile an diesem friedlichen Ort auszuspannen. Hier leben gute Menschen, stark im Glauben und in ihrer Bedeutung in der Welt. Wenn es in dieser Welt den Fäulnisgeruch der Hexenkunst gibt, so zweifle ich daran, dass es hier an diesem Ort sein wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt reicht. Ah, das reicht. Cool. Ganz ehrlich, die erste Seite hätte es auch wegschmeißen können. The cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow. Die brauchen wir. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please. Take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther. For that's all you have. Oh shit, der Küster war echt. Ich will mal gerade gucken. Sicherheitshalber, wenn ich jetzt da hochgehe, ist er weg. Okay, schade. Ja, die Wurstfach. Ja, die Wurstfach. Ja, die Wurstfachverkäuferin. Ich mag Helge Schneider. Bester Mann. Oh, komm her, du Scheißteil. Ich hasse dich. Ich rotte dich und deine ganz komische Flatterer-Familie aus. Weg mit dir. Also, wir können gar nicht mehr schreien. Obwohl, okay, es hat einen Wirbelkopf. So, Herr Küster, ich hoffe, Sie liegen hier nicht drin. Wenn doch, dann... Tut's mir leid. Ich dachte, die andere Tür wäre die Tür, wo ich durch muss. Okay, nice. Habt ihr mich ja voll verarscht. Hier waren wir noch nicht. Also auch nicht mit Anthony. Detail, als zerstöre ich Magie, Spruch versperrt vor den Weg. Offensichtlich will jemand einringen. Oh Gott. Oh Gott, vor allem fällt mir ein. Oh, da fällt mir was richtig Beschissenes an. Also muss ich mir. Kann ich diese nicht. Warum kann ich die nicht automatisch. Oh Gott, das ist ernsthaft. Ja. Ficken. Ha! Dass ich nicht lache. Oh shit, das geht auf Endgegner zu. Also hier werden wir definitiv einen Endgegner haben. Ich möchte, glaube ich, etwas tun, was ich... Oh shit. Also ich möchte jetzt erstmal sicherheitshalber speichern, auch wenn man das nicht machen sollte. Der hat's nicht überlebt. Kollege, es tut mir leid. Oh shit. Hat man ihn die Zähne rausgezogen? Das sieht echt mega kaputt aus. In der Lache, ich wollte Lauche gerade lesen, seines eigenen Blutes liegt der Custos Paul. Das einzige Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis seiner Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Ein unsichtbares Band bindet ihn an den Altar, wo sie über... den eigenen erstarrten Körperwache hält. Paul fühlt alle Hoffnung schwinden und weiß, dass seine Situation nur 1000-mal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf. Ja, aber ganz ehrlich, der alte Opa hätte jetzt auch nicht wirklich was tun können. You
are a clever man. Oh fuck. Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy? When he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true Lord, Zelototh. Come, my children, feast on this morsel and let us return to our preparation. Oh shit. Ich glaube, das ist somit das längste Kapitel, was wir zocken. Ach, fickt euch doch, ihr hässlichen Kackdinger! Ja, komm, 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 komm! Braucht man nichts mit angreifen, wa? Ach, ficken. Das ist die Scheißteile nennt sie Kinder. Was soll die Scheiße? Junge! Hallo, ich schüttel doch wie blöd. Nein. Nein, 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 nein. Wegstoßen, Paul! Wegstoßen, Mann, du hast nicht viel Energie left. Hallo, Anvis, bist du behindert? Boah, Alter, ey. Hier, hol dir was zurück. So, als nächstes jetzt erstmal hier den fetten Magiespruch, Junge. Du bist ein richtiger Noob, Junge. Ob das jetzt so viel wiedergegeben hat, sei mal dahingestellt, egal. Deine Leiste könnte auch ein bisschen größer sein, weißt du? So, muss ich jetzt wieder zurück oder kann ich die noch irgendwie was machen, Nina? So, jetzt muss ich wahrscheinlich den... Oh Gott, ey. Den latschen hier noch ein bisschen um. Ah, jetzt müsste vielleicht die große versiegelte Tür wahrscheinlich auf sein. Alter, das ist so unglaublich groß. Das Levelchen da. Kleiner Spaziergang. Wir gehen hier durch. Oh fuck. Cutscene. Das war billig. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber möchte ich nochmal speichern. Boah, ich bette. Oh, egal, eine Stunde oder so zocken wir gerade schon. Also ich werde um einiges kürzen. Also ein paar Hin- und Herwege tatsächlich mal abspeeden oder. Scheiße, Mann. Jetzt kommt, glaube ich, noch der richtig dicke Brocken. Weil wir wissen ja unten im Keller da aus, der hier. Dieser komische Xylophäter. Diese Tür fertigt besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in der Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht hinter diesem Raum. Oh Gott, wir speichern hier nochmal ab. Das ist es nämlich. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Oder ich glaube, wir kämpfen gar nicht gegen das Vieh. Weil Paul ist einfach schwach. Oh oh. Die Bilder sind geil.
Ja, ich glaube, der schafft's nicht. Ich meine, da kommt eine Cutscene, die auch je nach Ausrichtung anders ausfällt. Task, my liege and greater guardian, is to guard this place. Do not worry about this world. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. Ich glaube, er musste nicht allzu sehr leiden. Gehorcht nicht ganz so doll, Fina. Ja, okay, so ist es dann um Paul geschehen. Und dann müssen wir wohl mit dem anderen Teil mal rangehen und kämpfen. Was eine Scheiße. Längster Part ever. Ich hab mich einfach so umgehen. Da würde ich mir jetzt auch denken, oh mein Gott. Oh, wir haben eine Nachricht von Edward erhalten. Ich würde sagen, ist meine wieso ist die schon wieder so runter? Ich habe die aufgefüllt, egal. Das machen wir beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch viel Spaß. Way.